Hallo. Ich habe hier ein richtig schönes Brot gebacken. Das ist ein Emmerbrot. Besteht zu 100% aus Emmer, einer alten Weizensorte, die ich von einem befreundeten Landwirte-Ehepaar aus Schleswig-Holstein beziehe. Das Brot ist auf Basis eines Emmer-Sauerteiges, das heißt außer dem frisch gemahlenen Emmermehl, Wasser und Salz hat es keine anderen Inhaltsstoffe. Es ist ein Vollkornbrot. Farbe des Getreides. Es ist unglaublich saftig. Das hängt damit zusammen, wie ich das Getreide behandle, wie ich es säure und wie lange ich es führe. Hochbekömmlich. Wird vor allem von Diabetikern sehr geschätzt, dieses Brot, weil so gut wie keine wieder molekularen Zucker enthalten sind. Der Emmer ist mittlerweile ein bisschen bekannter geworden. In letzter Zeit tauchen immer mal wieder öfter Berichte darüber auf. Aber ich entdecke nicht allzu viel wirklich fundierte Informationen zu diesem wirklich schönen alten Getreide. Und darum habe ich einfach mal vor einer Woche unsere befreundeten Landwirte besucht und ein paar Bilder von den Getreidefeldern dort mitgebracht. Wir sehen uns gleich. Ich stehe hier auf dem Emmerfeld. Er ist noch nicht ganz reif. Wahrscheinlich wird er in 4 Wochen geerntet. Das Feld ist in Schleswig-Holstein. Wir sind hier in der Nähe von Gelting. Das ist der Schiolhof. Das sind Bekannte von uns. Frank und Birte bauen hier seit einigen Jahren Emmer an. Und man kann hier vielleicht schon mal ahnen, im Gegensatz zu anderen Getreidefeldern, es ist noch sehr grün. Wir haben einen extrem trockenen Sommer gehabt dieses Jahr. Und der Emmer hat es wirklich sehr, sehr gut überstanden. Die Trockenheit hat der Emmer vor allem deswegen gut überstanden, weil er wie viele alte Getreidesorten ein sehr anspruchsloses Getreide ist. Das heißt, eine übermäßige Düngung zum Beispiel würde ihm nicht gut tun. Die Ähren würden dann zwar größer und praller werden, aber die Stängel würden das gar nicht erhalten. Die Ähren würden abknicken, es entsteht Lagergetreide, was man eigentlich nur noch in die Biogasanlage geben kann. Weniger ist hier also mehr. Ich möchte mal auf was Besonderes hinweisen. Im Gegensatz zu einem Getreidefeld mit Hochleistungsgetreiden ist hier sehr viel Platz zwischen den Haien. Der Emmer mag es nicht, wenn er zu eng steht, die Ähren aneinander reiben. Wir haben eine ganz andere Durchlüftung des Bodens. Das ist sehr wichtig, denn so bleibt das Feld gesund. Gesund vor allem auch, weil der Wind durchs Feld blasen kann. So entsteht keine Staunässe und die Pflanzen werden nicht von Pilzen befallen. Viele, viele Beikräuter, auch eine gesunde Bodenbiologie gehört mit dazu. Ein toller Lebensraum für viele Kleinstlebewesen. Auch die sorgen dafür, dass das Feld gesund bleibt. Sieht ja doch ein bisschen trocken aus, oder? Nein, das ist die Reife des Getreides. Getreide reift von unten nach oben. Unten sieht man bereits, dass der Reifeprozess begonnen hat. Nach oben hin ist es noch schön grün und auch die Ähren befinden sich noch in der Milchreife und werden erst in den nächsten Tagen zur Teigreife gelangen. Dieses extensive Bewirtschaften bedeutet aber auch deutlich geringere Erträge. Hier kommt der Landwirt auf einen Hektar, vielleicht auf eine Tonne Emmer. Im Gegensatz zu einem Hochleistungsweizen, der auf der gleichen Fläche über 10 Tonnen bringt. Das merkt man auch im Preis. Das war schon ein hartes Stück Arbeit, den Boden zu bereiten, die Samen zu drillen, wie der Bauer sagt, also zu säen. Er wächst auf, hier ein paar Bilder aus unserem eigenen Garten. Und er muss Stürme, Trockenheit überstehen, bis die Ähren dann so weit sind, dass man ernten kann. Auch hier noch ein paar Bilder, die ich aus dem Archiv habe. So, und jetzt sollten wir uns eigentlich darauf freuen, dass wir bald ein Brot backen können, oder nicht wahr? Ja, und das wäre jetzt die Ernte. Schön sieht er aus, ne? Die ganze Schale voll, fühlt sich gut an. Pustekuchen, so einfach geht das nicht. So sieht es aus, wenn der Emmer abgedroschen ist. Die eigentlichen Fruchtkörper innen drin, die wir so gerne verwenden möchten, die sind von einem kräftigen Spelz umgeben. Diese Samenschale ist sehr hart und da muss man jetzt erst einmal die Frucht herauspulen. Mal sehen, ob das mit meinen dicken Fingern geht. Naja, ist nicht so ganz einfach. Ja, da irgendwo ist er und dann ist er mir schon runtergefallen. Da muss man sich schon was anderes einfallen lassen. Bevor ich jetzt also den Dreschflegel raushole, nehme ich jetzt erstmal meinen großen Mörser. So, ich denke mal, mit der mechanischen Bearbeitung sollte ich dann eigentlich die Spelze vom Korn trennen. Irgendwie tut sich nichts. Nochmal sehen. Nee, nochmal ein bisschen drücken.
Ne, tut sich irgendwie nichts. Also muss ich wohl mehr Kraft aufwenden. Oder doch den Dreschflegel? So, jetzt mal richtig mit Kraft. Ja, doch, jetzt merke ich langsam, wie die Spelze sich öffnen. Und ich kann auch schon die ersten Körnchen sehen, die aus den Spelzen rausfallen. Ja, so könnte das funktionieren. Aber es kostet auch eine Menge Kraft, an diese Körner ranzukommen. Gucken wir uns das mal an. So, jetzt müssten wir eigentlich das in die Luft werfen, damit der Wind die Spelze wegtreiben kann und die Körner auf den Boden fallen. So hat man es früher zumindest gemacht. Ja, hier in meiner Küche sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Ich versuche sie mal so zu sortieren. Und so sieht das Ganze von Dichtem aus. Der Spelz ist dafür da, dass er den eigentlichen Fruchtkörper schützt, so lange, bis die optimalen Bedingungen sind, dass die Pflanze keimen kann. Er macht es uns also nicht gerade leicht, der Emmer, an seine Früchte heranzukommen. Erstaunlich, dass die Menschen diese ganze Arbeit auf sich genommen haben, damit sie dann endlich ein Brot backen können. Es gibt nicht wenige, die behaupten, es ging hier gar nicht ums Brotbacken, sondern ums Bierbrauen. Der Alkohol ist natürlich eine wunderbare Motivation, das Getreide so weit zu bringen, um Bier zu brauen. So, und hier sind sie nun, die Emmerkörner. Nachdem sie gesiebt worden sind, gereinigt worden sind, nachdem sie getrocknet worden sind und noch ein paar Wochen reifen konnten, damit die Enzymatik zur Ruhe kommt, jetzt kann ich endlich mein Mehl mahlen. Natürlich kann man schönes Brot aus dem Emmer backen, aber das Getreide ist extrem vielseitig anzuwenden. Es wuchs zum Beispiel seit römischen Zeiten bis weit über das Mittelalter hinaus in der Toskana. Dort gibt es viele probate Bauernrezepte wie den Zuppa del Faro. Das heißt, so ein richtig schöner Bohneneintopf mit Emmer. Ich mache auch sehr gerne Nudeln da draus. Aber, Entschuldigung, man sollte erst essen und dann reden. Auch diese herrlichen Kekse hier. Emmer Vollkorn mit Parmesan, klassischer Mürbeteig. Das ist mal eine echte Alternative zu Salzstangen oder irgendwelchem Billiggebäck aus dem Supermarkt. Äußerst köstlich, macht satt. Auch hier wieder äußerst interessant, nicht nur für Feinschmecker, sondern auch für Diabetiker. So gut wie kein Zucker drin. Idealer Snack. Guten Appetit. Die Kekse, kurz erklärt, ist ein einfacher Mürbeteig aus Butter, Emmer Vollkornmehl, Salz, Natron, Essig und dann habe ich eine große Menge Parmesan mit reingemacht. Das Brot selber ist klassisches Sauerteigbrot aus dem Emmer-Sauerteig. Ein Teil des frisch gemahlenen Emmers überbrühe ich mit der Wassermenge, knete das mit dem Rest trocken, lasse es 24 Stunden gehen, bevor ich es dann backe. Habe ich euch Lust auf dieses schöne Getreide gemacht? Ihr könnt das selbstverständlich über uns beziehen. Anrufen, E-Mail schicken oder über unseren Amazon-Shop. Noch mehr Wissenswertes haben wir in unserer kleinen Emmer-Broschüre zusammengefasst. Hier finden sich auch viele schöne Rezepte, was man mit dem Emmer so alles machen kann. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Danke fürs Zuschauen.